So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde, zu einer neuen kleinen Aufnahmerunde von Final Fantasy 14, wollte ich gerade sagen, 7. So, wir machen heute ein paar Nebenquests in den drei Völkchen, die ich heute eingeplant habe. Fangen wir heute da mal an? Ja, ich denke schon, oder? Wieso sehe ich die Quests aber nicht auf der Map? Ja gut, wahrscheinlich sind die Quests nicht nur hier. Ich quatsch erstmal mit ihr. Oh, Cloud, hast du Mugi und die anderen gesehen? Lol, die kenne ich doch. Auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ob die hinten in ihrem Bereich sind wieder? Ja. Da gerade durch? Wird gemacht. Bestimmt, oder? Vielen Dank für eure Hilfe. Wir gehen gleich mal gucken. Lass mal gucken gehen. Ob die hier hinten sind? Da? Bestimmt, oder? Wäre jetzt mein erster Gedanke, dass ich hier hinten gucke. Barrett, Bauch einziehen und Kopf einziehen. Hier ist, da hängt nämlich was über. Habe ich eigentlich Mokri-Medaillen? Ich habe Mokri-Medaillen, ne? Hi. Obwohl, ich gucke doch erstmal, glaube ich, erstmal das Dorf, wir sind die Stadt durch. Du hast 8 Mokri, wie habe ich denn? Ich habe 0 Mokri-Medaillen? Für Anmischung von Arznei und im Angebot hat. Hatte ich den nicht, aber ich hatte doch. Hatte ich nicht Mokri-Medaillen gefunden? Kupo. Warte mal, wir gehen da nochmal. Ich suche erstmal die Stadt. Wenn ich da nichts finde, dann gehe ich in den Bereich. Weil der Bereich ist größer als die Stadt. Cloud, komm, quetsch dich durch. Bauch einziehen. Wir müssen wieder mehr mit Cloud kämpfen, Cloud ein bisschen zugelegt. Ach, guck mal, wie wir da haben. Hallo Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Ich habe relativ viel gescannt. Um diese Situation zu überwinden. Kampfbericht abgeschlossen. Untersuchung bestialis, Kampfbericht abgeschlossen. Guck dir das an. Instant. Zack, zack, zack. So will ich das sehen. Och, guckt euch das an. Ich habe die Quest nicht mehr bekommen. Ich bekomme die und kann die gleich abgeben. Ach, ist das super. Kaufen. Luft. Windmagie wäre auch nicht verkehrt eigentlich, ne? Stehlen. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Stehlen. Auto-Vita. Ein Gefährt im Ring wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend Spieler den Charakter aktiv steuert. Okay. So ein Luftmateria würde ich einfach mal mitnehmen. Habe ich noch gar nicht gehabt. VR-Mission? Shiva. Also gemäß der Anwendung der gesammelten Daten zum Eis-Element konnte Shiva, die Eiskönigin, erfolgreich reproduziert werden. Was nun noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit der Esper Shiva durchzuführen. Okay. Kriege ich die dann? Jetzt dass ich dann... portablen Kampfsimulator an. Bekommen wir die dann, dass wir die dann rufen können? Oh, das sieht irgendwie cool aus. Wieso sieht das irgendwie cool aus? Shinra Combat Simulator. Fängt schon gut an. Dum, 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 dum. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Huch. Wenn wir in die Steuerung reinkommen. Okay. Analyse von Shiva. Wirksam Feuer. Das ist ja perfekt. Feuer. Nein, ich will drauf hauen. Nein. Cloud. Schockfähig, gleich geschockt. Ich will Feuer machen, wenn die geschockt ist. Dann macht's richtig Schaden. Komm,
Die ist leer geschockt. Jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Hier. Komm. Nice. Und dann nochmal. Mist. Dann machen wir volle Kanne, ne? Da, bam. Warte mal, ich tu mal den kompletten ATB-Balken auffüllen, da kann ich jeden Angriff machen. Au. Die macht nicht so viel Schaden, ich hätte das wahrscheinlich schon viel, viel eher machen können. Okay. Bash rühren. Oh, Ifrit gegen Shiva. Jetzt geht's rund. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Na dann, Ifrit. Have fun. Ich werde Ifrit jetzt keine Befehle geben, der macht das schon. Ende der Schritt. Nice. Oder gebe ich ihn doch mal für... Na komm. Ich warte mal eben. Komm, wir machen den heftigsten gleich. Und bam. Esper-Fähigkeit. Das war das hier. Na, wo rennt die denn hin? Bleib stehen, Shiva. Kegler Esper-Fähigkeit und direkt bam. Oh, was kommt jetzt? Limit Break. Kreuzschlag. Und? Jawohl. Kampfsimulation. Was? Besen, Besen sei es gewesen. Oh. Kriege ich die jetzt? Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materie. Oh, ja, nice. Oh mein Gott, wie geil. Die Materie gehört nun dir. Dankeschön. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materie bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Warum? Was passiert danach? Was passiert danach? Oh, es geht noch weiter. Guck mal, kampfrisch. Fertig, fertig, fertig. Oh, geil. Oh, ich bin so gut. Oh, warum bin ich so gut? Habt ihr noch eine VR-Mission? Nein, Shiva habe ich fertig. Oh, Menno. Oh, Menno, gibt es noch mehr? Provozieren, effizientes Blocken. Oh, gut. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud wird dir helfen. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermaterie. Besiege die Esper, um die Materie zu vervollständigen. Was denn? Moment. Und ich bin dir für jedes wen? Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Noch mehr abgeschlossen? Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Ach, schade. Ach, Menno, ich dachte schon, es geht wieder los. So dong, 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 dong. Was? Schokomoppel. Wirklich? Schokomoppel? Wirklich jetzt? Okay, komm. Wir kämpfen gegen das Schokomoppel. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Schokomoppel. Schok, schok, Schokomoppel. Da, 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 da. Na dann. Schokomoppel. Oh Gott, das ist ja richtige Schokomoppel. Oh, das ist irgendwie knuffig. So, dann mal auf die Wampe schlagen. Ah. Ah. Tut sogar weh. Der bewegt sich vor allen Dingen gar nicht, der kriegt kaum Schaden. Das ist wie Relaxo. Das ist so der Relaxo-Verschnitt gerade, ne? Das ist halt so der Relaxo-Verschnitt gerade. Oh, wie gut. Wirksam, nichts. Resistent, stark resistent. Oh, das ist ein Tank. Oh, was? Daumen drücken. Oh, was bist du denn? Du bist ein kleines Schokomoppel.
Mucki, nicht Chocobo, was red ich da? Was ist denn das? Okay, Ende mit Schrecken, komm. Der bewegt sich Gott sei Dank nicht wirklich. Ha. Der ruft um Hilfe. What? Oh Gott, ha, oh, der rollt hier, oh Gott, stopp, hör auf damit. Oh, Arschbombe, oh Gott, au. Der hat die Arschbombe gemacht. Der ist gleich schockfähig. Komm, gleich soweit. Und er ist schockfähig. Er liegt auf dem Rücken. Holz drauf! Der ist ewig in 3 Tagen schockfähig. Uha. Der hat gar keinen 2er-Angriff. Dann machen wir. Das ist ja mein Zusatzangriff. Okay. Habe ich, denke ich, ganz gut ausgenutzt gerade. Wir brauchen Ifrit gar nicht, oder? Soll ich Ifrit beschwören? Komm. Weil Ifrit schon mal da ist, der fühlt sich sonst vernachlässigt. Dann beschwören wir jetzt mal Ifrit. Komm. Ifrit, ich rufe dich. Ich wähle dich. Flammenwurf. Oh, oh. Ah. Au. Hä? Wo ist denn der Limit Break? Hä, wo ist denn Limit? Ach, gerade er nicht. Limit, Salto. Warte mal, jetzt kann ich das Chocobobble rufen in Zukunft, oder? Cloud, herzlichen cool. Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomobble und du, mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Das Game Spirit. Den Game Spirit, das ist so gut. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich, was du als nächstes alles aus dem Hut zauberst damit. Warte. Ausrüstungsmateria. Okay. Ich würde sagen, Tifa. Das passt. Tifa bekommt Shiva. Schokomoppel. Ah, schön. Schokomoppel digitiert zu Mega Schokomoppel. Jetzt sind wir bei Digimon. Ja, von Pokémon zu Digimon zu Final Fantasy. Ist alles vereint. So, ich soll die Kinder suchen. Hast du noch was? Noch irgendwelche Kampfberichte fertig? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Kampfberichte. Wir haben so viele. Ich freue mich. Es läuft gut. Daten zu meinen Kampfberichten. Ja. Ich werde jeden Kampf was analysieren, versprochen. So, Kinder suchen. Ich meine, so weit können die ja nicht sein. Es gibt da jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wo die stecken. Hier ist nichts. Nope. Ich vermute mal, die sind da hinten irgendwo durch, ne? Ne, warte mal, hier. Ach ne, hier ist eine Quest. Was Hallo. Soll ich nur machen? Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringend Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche glaube ich eh. Doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Klar, hilft dir Cloud. Gar kein Problem. Im Namen aller Slumbewohner. Wir helfen dir. Das sind die Sachen, die ich brauche. Okay.
Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Warte. Ich wollte gucken, ob ich sehe, wo das ist. Ich glaube, ich muss ins Inventar gucken, ne? Nein. Die Frage ist, wo sehe ich das jetzt? Ich müsste mal bitte was verkaufen, ne? Aber ich will das irgendwie nicht verkaufen. Also es wäre doppelt. Kampfberichtsscanner, Mucke-Medaille. Besitz. Ich habe 11 Mucke-Medaillen. Aber ich habe davon 0 gehabt. Dies des Arztes. Mokri Mörser. Ach, guck mal. Behemophon. Erhältlich im unterirdischen Labor. Heilpflanze erhältlich bei Elf. Ja, das ist gerade schwierig. Ah, nee, warte mal, das ist nicht schwierig. Da laufe ich einfach da hinten durch. Da müsste ich ja hinkommen. Warte mal. Kann ich die Pflanze nicht holen? Unterirdisches Labor. Aber ich komme doch jetzt gar nicht ins unterirdische Labor, oder? Da waren wir ja vorhin, wo wir uns rausgekämpft haben, oder nicht? Das war das unterirdische Labor. Und Mokri-Medaille. Ich habe keine Mokri-Medaille gerade. Das ist gerade echt schwierig. Müsste ich nicht hier irgendwo die Medikamente bekommen? Hallo? Elfmutter? Sind Sie da? Wieso ist hier so dunkel? Ach. Bitte rettet meine Tochter. Ja, Medikamente? Ja, nein, vielleicht? Vielleicht muss Elf die uns wirklich geben. Also dann bringt das natürlich hier jetzt gar nichts. Ja gut, dann kann ich die Mission ja jetzt gar nicht machen, bis Elf da ist. Warte mal, hier oben vielleicht? Hier vielleicht, hier vielleicht, hier vielleicht? Nee, hier ist nur das Blumenfeld. Okay. Okay, hier komme ich dann nicht weiter. Also mit der Quest, die muss dann warten. Die kann ich nicht jetzt abschließen. Das geht nicht. Gerade die, ne? Medikamente wäre natürlich gerade was gewesen, was ich gerne als erstes gemacht hätte. Aber dann halt nicht. Oder hier vielleicht? Warte mal. Hier. Hier ist dieses Kampffeld. Ist hier irgendwas? Nee. Gut, dann suche ich jetzt lieber die Kinder erstmal. Die sind safe da hinten durch. Weil hier finde ich sie auch nirgendwo. Die müssten ja hier schon gewesen sein. Wenn es wieder 4, 5 Stück sind. Ich glaube jetzt mal hier lang. Die wieder ihre Tour gemacht haben. Gehe ich jetzt mal hier lang. Ich finde, so viele Wege hat das kleine Doof hier ja nicht so. Also, weit weg können sie nicht sein. Ach, guck mal, wenn wir hier haben. Ne, jetzt ist ein anderer. Du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Okay. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Ja, Chocobos. Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh nein, nein, die Chocobos. Sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. No. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Du kannst nun in Chocobo-Kutschen schnell zwischen verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Ah, okay. Also quasi in jedem Dorf wird was sein, oder? Ballmarkt-Eingang könnte ich reisen. Eigentlich schon zur Schnellstraße. Und ich muss halt noch 3 Chocobos finden. Okay. Das ist schon mal cool. Aber ich suche gerade eher die Kinderfreunde. Die werden es da hinten durch sein, oder? Die sind nicht hier. Ja, ich denke, die sind da hinten durch. Dann gehen wir doch mal dahinter und gucken. Warte mal, ich guck mal jetzt noch hier.
Nee. Hier ist nichts. Wer steht denn da vorne? Oh, da ist ja jemand noch mit einer Quest. Ach, den kennen wir doch. Ist das nicht? Der Alleskönner. Der. Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung. Kennen wir uns nicht schon? Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Ja, nur was denn? Uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand geringerem als dem mysteriösen... Oh, jetzt geht das vielleicht weiter. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und, wie sieht's diesmal aus? Ich kann mir immer noch vorstellen, dass es die alte ist. Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche mir meinen Optimismus zu bewahren. Also gehe ich jetzt wieder dahin und dann... Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Die will ich nicht haben. Das klingt so falsch. Die will ich nicht haben. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Sie jagt nach Corneos Kronjuwelen. Wirklich? Das war hier hinten, ja. Also hier rechts durch, geradeaus, rechts hoch. Na komm, gehen wir mal gucken. Gehen wir da mal gucken. Da haben wir ein aktives Ziel auch bei den anderen Sachen. Da müssen wir halt ein bisschen suchen. Ich brauche unbedingt eine Mokri-Medaille. Nee, ich brauche mehrere Mokri-Medaille, erst nur eine. Ich muss diesen Mörser vom Händler da kaufen. Vielleicht finden wir ja die Chocobus hier auch noch irgendwo. Das wäre natürlich cool. Was zum... Hallo? Da ist ein Kind. Oh, Cloud. Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Er ist schon ein bisschen böse. Kind. Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Oh nein. Oh nein. Nicht gut. Da, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Na, guck einer an. Der. Die haben wir ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Komm her. Wo ist denn? Wie war denn das bei denen? Ich musste mal analysieren. Feuer. Geschockt, nice. Dann mal fett Magie und... Nice. Aber wo sind die Kinder hin? Haben die Phantome die Kinder entführt? Wahrscheinlich, ne? Das haben sie bei dem Zugdepot letztens auch gemacht. Untersuchung. Oh, nice. Ich mache jetzt ganz viele Analysen. Ich will echt weiterkommen und analysieren. Das ist echt cool. Na, wo ist er? Da. Oh, jetzt Limit Break. Oh, das tut weh.
Das hat wehgetan. Okay, es ist weg. Und wo sind die Kinder? Ah, oh, gut. Puh, wieder da. Hey Leute! Oh, Mugi! Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Hähnchenhof begraben. Ihr wollt mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Hähnchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Zeit. Oh, eine Materie. Kannst du es haben? Vor laute Belger. Das gefällt mir. Und jetzt ab nach Hause, aber ganz schnell. Okay, cool. Ist denn da irgendwas? Ne, ich dachte gerade, da geht's rein. Na gut. Da haben wir die Kinder schon mal. Das habe ich damit gar nicht mit gerechnet jetzt, dass wir jetzt die finden. So, aber der Racheengel der Slums. Das interessiert mich schon ein bisschen, ne? Das ist ja schon minimal interessant. Das ist ein Chocobo. Ah, guck mal. Ah, Chocobo. Das ist süß. Ja, ich hätte gerne ein Chocobo Plüschtier. Und nein, keine Angst haben. Okay, das ist groß, da war die auch Angst. Mach dem Chocobo keine Angst, du. Aua. Du machst dem Chocobo keine Angst. Oh, das war ein Fail. Au. Chocobo, lauf. Bleib weg, komm. Chocobo, keine Angst, wir retten das. Und ciao. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. No. So, Chocobo, du kriegst das jetzt hier. Warte. Moment. Cloud, gibst du hier die Kräuter? Oh, ist gar kein Kräuter, ist nur eine Rübe. Und jetzt ab nach Hause, ganz schnell, kleines Chocobo. Na. No. Lampensektor 5, Stahlwerk, nur Einstieg. Okay. Chocobo, Chocobo. Ach, ich mag Chocobusch. Oh, warte mal. So. Sind wir noch richtig? Jupp, immer nach rechts halten. Okay. Ach, hier, das ist jetzt freigeschalten. Na, was haben wir denn hier? Ein Smogger. Was war denn gegen die, was war denn gegen die effektiv? Ich glaube gar nichts, ne? Oder Feuer. Ja komm, der ist, ach komm, der ist easy. Den machen wir nebenbei mit weg. Ich tippe immer noch, dass der Racheengel die Oma sein könnte da. Au, das hat wehgetan. Da, 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 da. Sollen wir dann auch mal in die anderen Sektoren nochmal gehen und gucken, ob da jemand jetzt Hilfe braucht? Die Oma. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, ich hab's gewusst. Die ist das bestimmt. Na, du hier. Hey Söldner, bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mireille. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was die jetzt hier ist, ist interessant. Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war,
hatte die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Ob die das ist? Ich denke schon. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht es eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Huh.